Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unseres Präsidenten Peter Lippuner begrüße ich Sie zum heutigen Vortragsabend der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur. Der Vortrag ist dem Thema der Navigation gewidmet. Navigation, insbesondere Satellitennavigation, immer und überall, auch in den Naturwissenschaften. Mein Name ist Peter Jäger und ich möchte Ihnen den Referenten des heutigen Abends vorstellen. Vorerst danken wir Herrn Professor Geiger, dass er zu uns nach Winterthur gekommen ist. Nicht nur für den Vortrag, sondern auch damit wir den Vortrag aus vertrauter Umgebung senden können bzw. übertragen können. Herr Professor Geiger ist ein Winterthurer. Er ging hier zur Schule, Kantonsschule im Lee, Oberrealschule mit Matur am Lee, dann Studium der Physik mit Diplom im Jahre 1979 an der ETH Zürich und anschließend arbeitete er an der ETH und machte seine Doktorarbeit zum Thema Schwerefeldbestimmung. Später ging er für einige Jahre ins Ausland, das heißt, es war eine Gastprofessur in Quebec mit immer wieder Aufenthalten dort und auch hat er eine Gastprofessur gehabt in Peking. Zurück in Zürich war er Professor für Satellitengeodäsie, ich muss das vorlesen, weil es ist ziemlich kompliziert. Professor für Satellitengeodäsie und präzise Navigation am Geodäsie- und Geodynamiklabor der ETH. Er arbeitete an präzisem kinematischem GPS, Luftlasertechnik und GPS-basierten Landeanflügen, geodynamischer Interpretation von GPS-Messungen und vierdimensionaler Modellierung der atmosphärischen Refraktivität. Er ist Mitglied der International Association of Geodesy und Präsident und war Präsident der Schweizerischen Geodätischen Kommission der Schweizerischen Akademie der Wissenschaften. Und er war Mitbegründer und mehrere Jahre lang Präsident des Schweizerischen Institutes für Navigation und des Swiss Aerospace Clusters. Zur Navigation. Im Gymnasium Latinum I, unserem ersten Lateinlehrbuch an der Kantonsschule Winterthur, trat das Wort Navigare erstmals in Lektion 14 von 50, also relativ früh auf, was durchaus auch auf seine Bedeutung in der römischen bzw. lateinischen Literatur hinweisen könnte. Zu übersetzen ist es mit fahren, zu Schiff oder, wie es auch übersetzt wird, ein Schiff führen. Die Navigatio, also die Ursprungsbedeutung des Wortes Navigation, ist naheliegenderweise die Schiffsreise oder die Schifffahrt. Diese beschränkte sich damals weitestgehend auf die Küstengewässer und orientierte sich an Landmarken und Lot anhand der Erinnerung oder einfacher Seekarten. Zieht man sich zwecks Definition des Begriffes Navigation ein konventionelles Nachschlagewerk zu Rate, so kommt man um den großen Brockhaus nicht herum. Dort lautet die Erklärung zu diesem heute Abend im Zentrum stehenden Begriff wie folgt. Aufgabe und Vorgang, ein Fahrzeug auf einem vorbestimmten Weg von einem Ausgangsort zu einem Ziel zu steuern. Je nach verwendeten Mitteln oder Verfahren unterscheidet man astronomische, barometrische, terrestrische oder Schallnavigation. Zweitens in der Biologie das Erreichen weit entfernter Ziele ohne Landmarken, zum Beispiel bei Walen, Robben, Seeschildkröten oder Zugvögeln. Diese Umschreibung erfasst einen kleinen Abschnitt von einer Viertel A5-Seite. Das ist Stand 1983. Auf Wikipedia sind dies zum gleichen Thema samt allen Erklärungen, Literaturangaben etc. 8 A4 Druckseiten, Stand März 2021. Historisch gesehen dürfte als eine der eindrücklichsten und großartigsten navigatorischen Leistungen der Seefahrt gewiss die über zweiwöchige Fahrt des Rettungsbootes
James Caird zu betrachten sein, mit welcher Ernst Shackleton 1916 mit 5 Begleitern aus seiner Mannschaft von Elephant Island nach Südgeorgien segelte, um dort Hilfe zur Rettung seiner auf Elephant Island gestrandeten Mannschaft zu holen, nachdem das Expeditionsschiff Endurance im Packeis der Weddell Sea in der Antarktis zerdrückt worden und gesunken war. Frank Worsley, der Kapitän der Endurance, brachte das Kunststück fertig, das Boot über 1500 Kilometer auf dem aufgepeitschten Südatlantik sicher durch Sturm und Wetter exakt auf die einsame und rettende Insel South Georgia zu navigieren. Minimalste Abweichungen vom Kurs hätten das Boot in die unendliche Weite des Südatlantik hinaus und die Mannschaft dem sicheren Tod entgegengeführt. Ob Steuermannskunst zu Wasser, zu Lande oder in der Luft, Navigation gilt im übertragenen Sinn auch im eigenen Leben. Es lassen sich Wegpunkte festlegen, an denen man sich orientiert, zum Beispiel im Beruf, bei Werten oder Grenzen. Zielgerichtet statt orientierungslos. Dazu eignet sich ein in der Sichtfliegerei bewährt eine Weisheit schon fast mit etwas philosophischem Einschlag. Wenn man weiß, wo man ist, kann man sein, wo man will. Herr Professor Geiger wird uns nun aber in eine ganz andere Welt entführen. Darf ich Sie bitten? Ja, ja, danke vielmals, Herr Jäger. Guten Abend miteinander. Danke für die Einleitung im Übrigen. Wie richtig bemerkt, war ich in Winterthur zur Schule gegangen. Ich war im Lee, war eigentlich sehr fasziniert von den mathematischen Kenntnissen der Lehrer, muss ich sagen, und des Physiklehrers, hat mich da überzeugt. Ich habe darum auch Physik studiert dann. Das war aber im 73 ungefähr so. Heute will ich etwas erzählen, Navigation. Ich habe den Titel noch ein bisschen einschränken müssen, das wäre sonst ausgeufert irgendwo, und da gehe ich eher auf diese Satellitennavigation ein. Wir sehen da schon mal ein Bild, das hier am Laufen ist. Es sollte laufen. So, jetzt läuft das nicht. Diese Satelliten, die kreisen da um die Erde und hätten eigentlich die Navigation, wie in der Einleitung beschrieben, extrem vereinfacht. Also mit diesen Satelliten und den runden Punkten, da die rundherum fliegen, kann man sich eigentlich sehr genau positionieren. Über das will ich etwas sagen, aber auch nicht wirklich Navigation, sondern Navigation im Hochpräzisionsmodus, weil der kommt dann im Bereich der Naturwissenschaften zum Tragen. Und da möchte ich dann so quasi Anwendungen zeigen. Das dann im zweiten Teil. Aber zuerst kurz eine Übersicht über diese Satellitensysteme. Es gibt im Moment sind etwa 3300 Satelliten am Umherschwirren. Nicht? Die Frage ist, für was sind die da? Und ein Großteil, wie man da sieht, ist eigentlich für die Kommunikation. Also das ist der violette Teil dort an diesem Kuchendiagramm. Und die Navigation ist der kleine rote Balken. Da sind etwa 120, 150 Satelliten aktiv in dem Moment. Also das ist schon mal ein kleiner Teil, wo ich da beschäftigt bin. Ich komme da nochmals darauf zurück. Gut, jetzt aber im Übrigen können Sie unten ablesen, unten rechts steht Datenbasis. Datenbasis UCS, da können Sie ohne weiteres diese Daten, was ich hier verarbeitet habe, auch selber als Excel-File und so kann man da die Daten runterziehen und beliebige Kuchendiagramme machen. Also ich erkläre jetzt mal noch etwas näher,
Was bringt dann GPS? Dazu ein Beispiel. Ich wurde schon oft gefragt, wie läuft das dann? Wieso kann man da Positionen bestimmen? Und hier sehen wir eine kleine Strecke, die geht natürlich von, Sie kennen es möglicherweise, von Luzern, da Luzern nach Lenzburg. Und der Wanderer, der da entlang geht, der ist jetzt im Moment gerade da am Sitzen und überlegt sich gerade, was, wo bin ich? Dieser hier möchte gern wissen, wo er ist. Er sieht einen See, weiß aber nicht, ist der oben oder unten. Jetzt im nächsten Moment kommt da hier ein weiterer Wanderer vorbei. Und zwar schaut er bei sich auf die Uhr und sieht 6 Uhr nachmittags und der Wanderer, der hier daherkommt, sagt, er komme von Luzern und sei genau am Mittag gestartet. Oder? Mittag gestartet, also 6 Stunden unterwegs. Das heißt, die Strecke hier sind genau 6 Stunden, das sind 6 mal 5 Kilometer, sagen wir. Dann weiß er, ich bin am Hallwiler See. Nach einer Stunde, also das ist so eine Sätzli-Aufgabe, oder? Nach einer Stunde kommt nochmals ein Wanderer und der kommt aber von Lenzburg. Und der sagt, er sei auch am Mittag gestartet und der Denker da schaut auf seine Uhr und sieht, es ist 7 Uhr. 7 Uhr, da weiß er, ja, das ist ja wunderbar. 7 Stunden, das ist die Strecke, also bin ich hier. Jetzt kommt er erst recht ins Grübeln, oder? Wieso stimmt das nicht? Wenn er nur einen Wanderer gesehen hätte, würde das ja stimmen. Er kommt drauf, dass er seine Uhr falsch gerichtet hat. Seine Uhr stimmt nicht mit der Uhr oder mit der Sonne überein, er hätte 2 Stunden die Uhr vorziehen sollen oder vorrichten sollen. Wenn er das macht, dann passiert Folgendes. Plötzlich ist der erste Wanderer nur 4 Stunden gegangen und der zweite 5. Und dann geht das genau auf. Seine Position ist an der schwarzen Stelle dort. Oder wenn er 2 Stunden ändert und die Distanzen entsprechend auch korrigiert. Also das heißt, um zu wissen, wo er ist, einfach so braucht er 2 Angaben, mit einer Angabe nur hätte er nicht rausgefunden, wo er ist. Er wäre völlig falsch gewesen. Also da sieht er, es ist eigentlich am Baldeckersee und nicht am Sempacher See. Das gilt jetzt in zwei Dimensionen ebenso. In zwei Dimensionen habe ich in dem Fall zwei Satelliten. Und wenn ihr den Kreisel nehmt, oder? Dann schneidet man das ein und dann bekommt man einen Schnittpunkt. Wenn jetzt aber diese Distanzen eben falsch sind, dann bekommt man natürlich einen falschen Schnittpunkt. Also hier ist das Bild, 2 Satelliten, Schnittpunkt, wie hier angegeben, oder hier, der kann irgendwo sein, wenn die Position falsch ist. Wenn ich einen dritten Satelliten nehme, auch wieder Position verschneide, sieht man, das passt nicht zusammen. Stimmt nicht zusammen. Wie kann man das machen? Man schiebt jetzt jede Distanz, korrigiert man um gleich viel und bekommt dann irgendwann einen Schnittpunkt, der alles in Butter erscheinen lässt. Also da ist dann die Position und was ich machen muss, ich muss meine Uhr korrigieren. Also das heißt, für 2D-Position brauche ich 3 Satelliten. Jetzt für die 3D-Position dasselbe, nur brauche ich da 4 Satelliten mindestens. Oder? Das heißt, ich rechne immer die Zeit mit. Also ich kann nicht mit den Satelliten eine Position bestimmen, ohne gleichzeitig die Synchronisation der Zeit zu rechnen. Das geht nicht. Im Übrigen misst GPS nicht die Position, das hört man manchmal. Das ist, sagen wir, ein bisschen
fahrlässig gesprochen, die Position wird gerechnet. Also die Messung ist nicht eine Position in dem Sinn, oder? Und die Rechnung ist relativ kompliziert, aber machbar. Wie misst man denn diese Distanz? Eigentlich ist das eine Laufzeitrechnung, wie beim Wanderer, oder? Man misst die Zeit, aber das große Problem, auch wieder wie beim Wanderer, es sind zwei Uhren im Spiel. Und zwar, wenn ich da schaue, ist da eine Uhr beim Satellit, eine Uhr hier unten beim Wanderer oder dem, der sich positionieren will. Und das heißt, ich habe Probleme, wenn die Uhren nicht synchronisiert sind. Das heißt, das ist das Gleiche, wenn ich abmache mit jemandem 5:05. Eigentlich müsste man dann sagen, was hast du für Zeit, damit das dann stimmt eigentlich, oder? Jetzt hier, beim Wander waren das Stunden, oder? Und bei GPS ist es problematisch, weil die Geschwindigkeit des Lichtes ist nicht 5 Kilometer pro Stunde, oder, sondern 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wenn ich eine Sekunde falsch bin, ist meine Position 300.000 Kilometer daneben. Und das heißt, man kann die physisch irgendwie auch gar nicht wirklich synchronisieren. Oder? Das heißt, man muss die rechnen. Und das geht, man kann die so genau synchronisieren, gerechnet, wie man positionieren kann. Das geht, also die Ungenauigkeit der Uhr geht direkt in die Position. Das heißt, es ist hier angeschrieben, nur eine Nanosekunde Fehler bei dieser Rechnung ist 30 cm Fehler. Das ist für viele Anwendungen spielt das in dem Sinn nicht so eine Rolle da, die Nanosekunde. Aber wenn man genaueste Lösungen will, da spricht man von Millimetern, da sieht man, dass es ziemlich dramatisch wird. Jetzt, wie misst man jetzt wirklich die Laufzeit? Da muss ich noch kurz ausholen und zu dem GPS-Signal etwas sagen. Und zwar, was schickt der Satellit runter? Also das hört man auch immer wieder von diesem GOD. Und dann hat es aber noch Daten und hier hat es einen Träger. Jetzt die Daten, ich erkläre mal schnell die Daten, das ist das Einfache beim Spaziergänger. Ist das die Information, ich bin in Luzern am Mittag weggegangen. Also der trägt das mit. Also wenn ich weiß, Luzern, Lenzburg und so, dann ist das so viel wie die Bahnen der Satelliten zu kennen. Die muss ich kennen, das kommt mit diesen Daten runter, kann ich die Bahnen rechnen und dann, wie rechne ich die Distanz? Dazu brauche ich diesen GOD, das ist so ein Zufallsgod, der hier dargestellt ist, so als, das kennt man, das sieht praktisch aus wie die Etiketten, die Preisetiketten jetzt, wo man nur noch diese Striche sieht statt dem Preis. Da muss man sich das irgendwie rausziehen aus diesen Strichen. Und hier dieser GOD ist eindeutig pro Satellit. Also ich weiß, welcher Satellit welchen GOD hat. Gut, dann das Ganze muss ja irgendwie runtergebracht werden. Das wird aufmoduliert auf diese Sinuswelle hier. Diese Sinuswelle, das ist definiert bei GPS jetzt, sind das die Hauptfrequenz, ist das L1 und dann gibt es L2, L5. Hat drei Frequenzen, die neuesten Satelliten haben diese drei Frequenzen. Galileo hatte fünf Frequenzen und so weiter. Also da kann man dann etwas mehr Messungen machen. Interessant ist, dass die Frequenz irgendwo Gigahertz und L, der Name L kommt vom L-Band, das ist im L-Band 1 bis 2 Gigahertz. Jetzt, interessant sind diese Zahlen 10, 20 Zentimeter, das ist die Wellenlänge, weil diese Wellenlänge sagt, wie gut ich diese Distanz oder die Laufzeit auflösen kann. Noch kurz ein Wort, warum genau diese Frequenzen, das L-Band,
dann, das sieht man hier an, dieser, an diesem Bild, das L-Band ist in einem Fenster. Für, wegen der Atmosphäre werden andere Wellenlängen absorbiert. Und das eine ist da hier das optische, das ist hier. Und in der Gegend ist dann dieses L-Band, was interessant ist für die Navigationssatelliten. Gut. Wie misst man das jetzt, wenn das sieht so aus wie ein Kamm und da fehlen dann manchmal wieder Zacken, oder? Das ist so praktisch ein Gurt. Ich weiß, wie der aussehen müsste, das heißt, ich generiere den im Empfänger. Gleicher Gurt. Jetzt kann ich die gegeneinander verschieben, also wenn der da reinkommt, das ist da dargestellt, also der obere, geht da los und kommt dann unten an beim Empfänger und im Empfänger verschiebe ich meinen Go, bis das einhängt sozusagen, einrastet. Oder? Dann weiß ich genau, wie lang war dieser Go unterwegs, bis er da war. Also im Bereich Zehntel Sekunde, also ist irgendwie merkbar, also der ist nicht instantan da. Also das ist eine gewisse Laufzeit, 20.000 Kilometer etwa. Gut, jetzt wie genau kann man das machen? Das ist in dem Bild gezeigt, je feiner dieser Gurt ist, also je feiner diese Aufteilung ist, desto besser kann ich auflösen. Die Distanz oder die Laufzeit. Nicht. Und die Auflösung, da galt lange Zeit so 1% dieser kleinen Chips, heißen die, kann man auflösen. Also wenn ich die hier nehme, der C-Code, das ist der obere, der C-Code hat so einen Zahn, ein Einzelzahn, hat etwa 300 Meter Länge. Das kommt von der Frequenz vom Code. Jetzt, wenn ich 3 Meter, 1% nehme, habe ich etwa 3 Meter Auflösung. Die heutigen Empfänger sind einiges besser. Also da kommt man sehr tief runter. Aber das ist so die Messauflösung. Wenn ich den P-Code nehme, das ist auch immer die Diskussion, ja, P-Code ist genauer und so, kann ich auf 30 cm oder besser auch auflösen. Kann ich genauere Distanzen bestimmen. Wenn ich jetzt, das ist eben der Trick, was man dann in der Geodäsie gemacht hat, man hat die Phase gemessen, das ist der unterste Teil, dieser Träger oder die Trägerwelle hat man gemessen, die hat eine Länge je nachdem, 19, 20 Zentimetern und da bin ich wieder beim Prozent und dann ist man plötzlich bei Millimetern Auflösung, oder? Aber das muss man natürlich machen können, also dazu braucht es Geräte, die es machen können. Die ursprüngliche Idee war wirklich diese Code-Positionierung. Okay. Also das ist, woher diese Genauigkeit da eigentlich kommt. Oder? Jetzt zeige ich noch kurz, wenn ich diese Genauigkeit anschaue, sieht man irgendwie, Astroposition ist vielleicht wenig Meilen, 5 Meilen oder so irgendwie etwas. Das ist dann immer besser geworden. Man sieht das hier, also irgendwie Astro kommt dann runter, Loran und so weiter. Und irgendwann ist da GPS gekommen und da ist man bei diesen 10 Metern gewesen, so anfänglich. Aber man muss denken, weltweit, oder? Das ist enorm, immer. Ja. Gut, und die Geodäsie hat eben dann einen Bruch gebracht, das heißt, man ist plötzlich in Zentimeterbereiche vorgeschossen, Millimeterbereiche und ja, wenn das so weitergeht, ist es bald bei Null, oder? Wenn das da so runtergeht, ist immer genauer geworden. Also das steigt natürlich die Anwendung extrem, das gibt beliebige Anwendungen natürlich immer mehr. Gut, das ist zusammengefasst hier. Sieht man diese Genauigkeiten aufgeschlüsselt in Go-Messungen, wenn ich einfach Go-Messungen nehme, ist diese rechte Hälfte, und Phasenmessungen auf dieser Seite, und dann sieht man eigentlich, dass zwischen
diesen Messarten ein Sprung stattfindet. Der geht plötzlich statt Meter oder Halbmeter oder 30 Zentimeter, ist es plötzlich bei Zentimetern, Millimetern. Man kann es ein bisschen verbessern, indem man hier noch dazu nimmt mehrere Empfänger oder zwei Empfänger und nur relativ zueinander diese Sache bestimmt. Und das ist meistens, was man so macht in der Geodäsie, Geomatik. Gut. Das ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen, sozusagen. Irgendwo hat das auch begonnen mit Sputnik. Und zwar war das ziemlich spannend offenbar. Die haben ein Signal gesendet und da waren Messungen möglich, und zwar des Doppler-Effekts. Also wenn der durchflog, also piep, 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 piep. Und da haben wir die Doppler-Messung gemacht und das ist das Gleiche wie bei einem Krankenwagen. Man weiß, wenn man die sehr schnell abfällt, ist der näher durchgefahren. Wenn es ganz so macht, oder, dann ist der weiter weg und so weiter. Und die drei Herren hier, die zwei linken Herren da, haben rausgekitzelt, wie man aus dieser Messung die Position des Satelliten bestimmt. Und der McClure, der Institutschef damals, fand, man könnte das umkehren und sagen, wo bin ich, wenn ich weiß, wo die Satelliten sind. Also das einfach umdrehen. Oder? Und das haben die gemacht und haben tatsächlich da dieses rechts, dieses System konstruiert, was das NNS-Transitsystem ist. Ein Vorgänger von GPS. Das ist ein kleiner Abriss, will das nicht durchgehen, aber eine Zahl ist interessant, weil man hat immer das Gefühl, Galileo, oh, das ist ja so lange gegangen, bis es entstanden ist und so weiter. Wenn man GPS anschaut, gut, die waren ein bisschen die Vorrenner hier, aber die haben da im Bereich 62, 64 sich Gedanken gemacht, oder? Und im nächsten Bild sieht man, der Kollege Beat Bürki hat das immer nachgeführt, bis dann einmal die Satelliten alle oben waren, war nicht mehr so interessant. Aber man sieht, da waren in den 70er Jahren kamen schon die ersten Satelliten, 80er Jahre ohnehin, also in den 80er Jahren hat man schon gut GPS messen können, bis dann der steile Aufstieg kam, wo die sehr viele Satelliten dann hochgebracht haben. Die nominelle Zahl ist 24, im Moment sind 31 am Laufen. Je mehr, desto für den Nutzer natürlich, desto besser, das ist schon so. Mittlerweile gibt es verschiedene Systeme, eins GPS, das ist Amerika, GLONASS, die Russen haben auch eines hochgeschickt, Galileo, das europäische System, das läuft voll, das ist sehr genau, muss man sagen, sehr gute Signale. Und Beidou, das ist das Chinesische. Das ist etwas spezieller. Das hat hier angedeutet in diesem Bildchen. Das hat noch hier hohe Satelliten, die auf 32.000 Kilometer Höhe fliegen. Das heißt, die sind geosynchron. Und wenn sie im Äquator, also in der Äquatorebene fliegen, sind die geostationär. Das ist etwas speziell. Aber das ist ein interessantes System. Das ist gekoppelt mit den innen fliegenden mittleren Höhen Satelliten. Gut. Das wollte ich eigentlich zeigen. Ist so ein bisschen, ist aus dem Market Report von der EU oder dieser Satelliten Galileo-Betreiberin, oder? Gut, aber und zwar darum wollte ich das zeigen, weil diese Firmen, die da angezeigt sind, das sind die Top
10 Firmen, die involviert sind. Die rot eingekreisend ist die Schweiz dabei, oder? Das ist eigentlich weiß man gar nicht. Also u-blox ist ein der ganz prominenten GPS-Chip-Hersteller und Hexagon ist eigentlich das Übergebäude bei Leica, Leica Geosystems, oder? Und damit ist die Schweiz dort auch drin. Das wollte ich. Darum zeige ich es da einfach. Aber was man auch sieht, es sind nicht ausschließlich US-Firmen. Das war am Anfang absolut so. Also natürlich, oder? Bei Beginn von GPS waren ausschließlich US-Firmen beteiligt. Also, die haben eigentlich ein Revenue von ihrem System, haben die wahrscheinlich schon ziemlich gut wieder reingebracht. Oder? Jetzt, das liegt an dem, dass in den frühen Jahren 66 oder 2020 ist ein erheblicher Unterschied zwischen Raumfahrtzugang. Wenn ich das so anschaue, dann sieht man, dass die eingekreisten 66 oder war USA und Russland, Frankreich die einzigen, die Satelliten hochschießen konnten. Muss sich das vorstellen, oder? Und England, Italien, die hatten Satelliten, die andere hochschossen. Heute ist es das Orange. Die Orangen sind alle beteiligt, entweder haben die auch selber Satellitenbasen und schießen da Satelliten hoch. Also das ist so eine exponentielle Geschichte oder Zunahme von Satelliten. Das liegt also an dem. Also hier als Beispiel, sieht man einen Start von Beidou. Beidou heißt großer Wagen, das ist der große Bär. Darum dieses Signet, oder? Ist interessant eigentlich. Und das ist so der Start des komplettierenden Satelliten ihres Systems, das ist praktisch vollständig schon oben. Ist ziemlich farbenfroh. Das sind relativ giftige Dinge, die da rauskommen hinten. Und da sieht man einen Satelliten, der macht dann die Flügel auf. Da. Ja, gut. Also jetzt neben dieser Entwicklung dieser Startmöglichkeiten und so weiter, hat die Empfängerentwicklung extrem Fortschritte gemacht, also ganz extrem. Da, was man hier sieht, ich nehme wieder den Pointer da. Das hier ist ein Empfänger. Man muss beachten, das sind Sitze, oder? Das sind zwei Sitze. Das ist einer der ersten Testempfänger, die gebraucht wurden im Flugzeug. Also wurde im Flugzeug eingebaut. Aber gut. Einige Jahre später, das war da in Turtmann, hat man GPS-Messungen testen wollen und hat das da verglichen mit hochpräzisionsterrestrischen Messungen. Und das sind so Messungen. Und damals war so ein Empfänger, das war der Empfänger hier. Das ist nicht der Bierkasten hier, das ist eigentlich ein GPS-Empfänger. Der nächste Schritt war dann das Telefon. Also da können Sie selber anschauen zu Hause, nicht? Wie das aussieht. Da, man sieht gar nichts mehr. Und das sind wirklich, die sind sehr klein, fingernagelgroß sind diese Empfänger. Was hier die ganze Kiste war, ist eigentlich noch spannend. Und das hat extrem an Popularität gewonnen, natürlich. Ja, wir sehen das noch kurz. Also zusammengefasst, was die Navigation jetzt betrifft, das ist nur die Navigation und das sind die Satelliten, die wir vornehmlich brauchen, also neben anderen, aber im Zusammenhang mit Positionierung brauchen wir diese,
diese, sagen wir mal, drei Systeme, vier Systeme und die japanischen, das ist so regional, da, die sehen wir fast nicht bei uns. Und das indische auch nicht, ja, haben wir noch nicht so groß bemessen. Was hier interessant ist, ist eventuell, also die Zahl hier einmal, da können Sie die Zahl durchsehen, oder? Das sind irgendwo 20 Satelliten jeweils bei den größeren Systemen. Und hier hinten, diese Kolonne hier, die ist noch interessant, weil Galileo ist eines der wenigen Systeme, wo das Militär nicht das Sagen hat. Also die haben das Mitsagen, so natürlich. Oder? Aber es ist immer noch so, dass GPS vom Militär eigentlich gesteuert wird. Also so, aber ich meine, es hängt ja extrem viel dran. Aber man merkt das natürlich im Zusammenhang mit Kriegsfeldern und so weiter. Also da wird GPS gestört und so weiter. Also das gibt es alles. Oder? Und das sieht man auch. Gut, okay. Soweit zu dem. Und jetzt noch ein Bildchen zu diesen Systemen. Die sehen sehr ähnlich aus. Und zwar sind das die Ground Tracks. Wieder hier, GPS, GLONASS. Und da sieht man, das ist breiter, der Streifen, die Satelliten abdecken, ist breiter. Das heißt, GLONASS geht höher in den Norden. Die wollten etwas haben im Norden. Und das sieht man an dieser Breite. Sind etwas mehr inkliniert als die GPS. Dann hier Beidou. Das hat auch zwei, diese geostationären und hier diese Krawatten, diese Achten, das sind die inklinierten geosynchronen Satelliten. Also die machen so eine Acht. Und die gelben von Beidou, das ist ähnlich besetzt wie GPS, einfach diese Satelliten. Man beachte, es gehen keine Satelliten über den Pol. Wird manchmal auch gesagt, das seien da Pol-Satelliten. Ist nicht so, die gehen nicht über den Pol. Okay, dann rechts unten ist noch spannend, das japanische System, das macht eine Acht, aber klein, oben klein und unten groß. Das ist elliptisch schräg gestellt, geosynchron. So. Also man kann beliebige Bahnen konstruieren. Das bewirkt, dass die Satelliten relativ lange über Japan bleiben. Ups. Das sieht etwa so aus. Nicht? An das ist man sich gewohnt. Oder? Dass es diese Bahnen, die sind relativ stabil. Also wenn ich von außen da drauf schaue, sieht man die Erde, die dreht vor sich hin. Und da ist der innere Klüngel geht etwa in 12, die meisten so grob 12 Stunden. Also irgendwie 11 etwas bis 14 Stunden, je nachdem. Also 12 Stunden. Und außen sind die Synchronisierten, da erdsynchronisiert, die haben 24 Stunden Umlauf. Oder? Genau. Und das sieht dann im als Ground Track sieht das so aus, oder? Das ist noch witzig. Da sieht man jetzt ein Gewusel an solchen Satelliten. Also man stelle sich vor, man überträgt jetzt alle 3000, oder? Dann hat es da, eigentlich sieht man da nichts mehr. Oder? Das sind nur Navigationssatelliten hier. Jetzt die Frage ist, wie sieht das aus, wenn ich nach oben schaue, für mich? Wenn ich da einfach hochschaue, ist noch schwierig, sich zu überlegen. Ich zeige es da irgendwie. Das sieht dann so aus. Also das sind jetzt zwei zufällige Stationen in der Schweiz, aber mit Topografie zum Beispiel, das behindert ja die Sicht, oder? Bekanntlich. Oder? Da sieht man diese grünen Bahnen,
Das sind die GPS-Satelliten in dem Fall über den Tag. Ist doch lustig, oder? Also, ja, gut. Wer es nicht kennt, muss noch ziemlich hirnen. Aber wenn man sich daran gewöhnt ist, dann überlegt man es gar nicht mehr und weiß trotzdem nicht, warum. Gut, jetzt ein kleines Problem noch mit den Frequenzen. Die Frequenzbänder, die sind irgendwie beschränkt und das ist zwischen so eben 1 und 2 Gigahertz. Das Problem ist, dass natürlich immer mehr Leute da, sich da drin tummeln, insbesondere die Kommunikationsbranche, oder? Und neben dem hat es auch Störer. Es nimmt extrem zu, Störungen im GPS. Also die Signale sind extrem schwach und da hat es irgendwelche, die stören. Das ginge noch, ein Jamming, aber der linke obere Teil dort, das ist so Spoofing und Mickening. Also man kann das Signal so stören mit Falschinformation, sage ich mal, so dass ein Schiff falsch fährt. Das geht also, dass man das in meinem Fall, dass das sich eine falsche Position rechnet, oder? Das ist noch extrem. Aber nun, das Jamming ist einfacher, da wird man irgendwie Störungen da rausschicken und das ist so eine Sammlung zum. Es war mal so, im Internet konnte man solche kaufen. Oder? Das war so, um den Tracker zu stören, nicht? Damit niemand sieht, wo man selber ist. Aber das stört natürlich erheblich. Also die Zunahme ist etliche 100% in der Luftfahrt zum Beispiel. Störungen, die Piloten merken, Ausfall GPS, passiert vermehrt. Speziell im Gebiet Iran und Syrien und so. Okay, wir haben in der Schweiz Tests gemacht, hier Geräte aufgestellt mit GPS, also GPS-Empfänger aufgestellt, nicht? Und da ist ein Stör, der hier, das ist eine kleine Störantenne, schwach, sehr schwach. Und man hat mal geschaut, was passiert. Und was passiert? Ich zeige mal diese Stationen hier. Das ist A, B, C, D. Das sind verschiedene Störarten. Diese rosroten. Verschiedene Störarten. Das ist nicht immer gelaufen, sondern da einmal dann alle, das sind so 10 Minuten Blöcke gewesen. Und da sieht man Folgendes jetzt. Immer wenn so ein Störungssignal kommt, fällt die Anzahl der empfangenen Satelliten an diesen Stationen, die man dort sieht, geht plötzlich auf Null runter, oder? Das heißt Totalausfall am GPS, oder? Ja, das ist extrem. Und zwar sieht man 180 Meter entfernt bis da fast 1 Kilometer mit sehr schwachem Signal ausgestellt, alles zusammengebrochen. Zum Glück ist das nicht die Normalität, muss man sagen. Nein, das ist nicht normal. Wir haben hier, sagen wir mal, schon noch, also weit, weit über 90% läuft das, oder? Und ich habe hier noch etwas zu Galileo, oder vielmehr, wo das eingesetzt wird, und zwar darum, wenn man da dieses Spoofing sieht, denkt man, kann man gar nicht mehr gebrauchen. Aber ist schon nicht so. Also, aber da ist schön aufgezeichnet, auf der Page von GSA heißt das, GSA, das ist diese Organisation der EU, hat es extrem viele Infos über Galileo und alles, also da könnten Sie auch nachschauen. Und ich will da jetzt nicht alle Beispiele da durchgehen, aber es ist noch schön dargestellt mit diesen Symbolen. Eigentlich, es gibt keinen Bereich, wo das nicht irgendwie einen Impact hätte. Also das geht bis zur Zeitsynchronisation, also Bankencomputer zum Beispiel, Abrechnungen Amerika, Europa, die werden über GPS
synchronisiert. Ich meine, wie wollen Sie das sonst machen? Elektronetze, alles Mögliche. Also, es gibt Anwendungen, die man gar nicht sich vorstellt, so gemeinhin. Man denkt, es sei nur immer dafür, ein bisschen auf dem Telefon schauen, wo man ist. Oder? Aber gut, die Anwendungsgebiete sind tatsächlich eben, wenn ich das so zeigen darf, da. Sie ist wieder von dieser GSA-Page. Das Anwendungsgebiet oder die Anwendungsgebiete sind tatsächlich im Bereich Consumer. Das sind die blauen Säulen hier. Das heißt, das sind alles die Anwendungen. Das ist Handy und all die Dinge. Und eigentlich die spezialisierten Sachen ist das Grüne und das oben drauf gesetzte, die kleine Platte dort, das ist das noch spezialisiertere. Also wir haben Consumer und Auto. Und das andere, da sieht man jetzt, mein Bereich ist irgendwo da ein bisschen drin und so. Oder das ist dann schlussendlich ein ganz kleiner Teil von der ganzen Sache. Die Genauigkeit ist extrem wichtig und ändert alles Mögliche. Wir sind jetzt, früher hieß es so, Navigation, das ist etwas, was schnell gehen muss, aber nicht wahnsinnig genau, 100 Meter ist super. Oder da hier, Geodäsie ist tagelang messen und so weiter. Heute ist man bei vielfach Sekunden, wenige Minuten und Zentimetern und so weiter. Da ist man dort unten, hier. Und ein Beispiel, was da folgt, ist dieses hier von Leica im Übrigen, aber gut, ist, da, was der da macht, links unten, hier ist der, was er aufgenommen hat. Er läuft jetzt einfach da durch, hat eine Kamera im GPS-Empfänger, läuft durch und hat nachher links dieses Bild genau koordiniert. Oder? Das ändert eigentlich die Arbeitsweise enorm. Völlig andere Arbeitsweise. Und das geht, weil natürlich alles fortgeschritten ist. Technologie, Algorithmik, alles Mögliche. Zum Beispiel Seilbahnen, das ist auch so etwas, wir hatten relativ früh solche Dinge gemacht. Das ist so ein Notstopp einer Seilbahn und hatte drei Empfänger drauf, drei Antennen. Und da kann man durch die 3D-Bewegung genau bestimmen und da die Parameter rausziehen. Also das ist so etwas, was auch gemacht wurde. Jetzt komme ich eben so ein bisschen in diese Anwendungen. Ein Flugversuch, sehr früh, ich zeige mir eben sehr gerne die Tauben. Die Frau Hühnerbein wollte da Tauben untersuchen und hatte die Idee, einen GPS-Empfänger draufzuladen. Die Zuladung ist 33 Gramm maximal und sie hat den Empfänger auch gefunden bei Myblox. Das war damals ein Spin-off der ETH. Und da sieht man diese Tracks oder Flüge und dann machen die da Pause dazwischen drin und so weiter. Aber hier, was man mit dem gewinnt, ist, man hat den kompletten Flug. Man sieht wirklich von Start bis zum Heimflug eigentlich, sieht man, zum Einflug dort, sieht man den ganzen Track. Und das ist natürlich einmalig. Speziellere Anwendungen gehen jetzt zum Beispiel auf den Mond. Ist die Frage, kann man mit GPS zum Mond fliegen? Fragt man sich ja, wie ist das möglich, oder? Das ist ja irgendwo außen am GPS. Und das geht so, dass man die Strahlen, die neben der Erde durchgehen, misst, oder? Damit kann man die messen. Also ich kann hier draußen messen und versuchen, eine Position zu bestimmen. Und hier ist eine Simulation, sieht man so dieser Kegel eigentlich, und jeder Satellit generiert so einen Kegel. Wenn ich die verschneide, habe ich gute Chancen, auch hinter der Erde sozusagen mit GPS zu navigieren. Also man ist da irgendwie bei 70 oder fast über 100.000 Kilometern schon, wo man,
wo das geht. Ja. Hier ein jetzt ist jetzt kommt es die Naturwissenschaft, nicht? Sea Level Rise, das ist so ein Thema, Meeresspiegelanstieg. Und da sieht man, die letzten Jahre war ausschließlich über Satelliten bestimmt. Und jetzt insbesondere auch Satelliten, im Bild sieht man das, die Bahn über GPS bestimmen. Die fliegen ja relativ tief. Das ist so etwas, wo man extrem viel gewonnen hat. Nicht? Die Bahnen müssen ja sehr genau sein. Ich meine, man sucht so Millimeter, das ist im Schnitt 3 Millimeter Anstieg pro Jahr oder irgendwie vom Meeresspiegel. Also im ganzen Schnitt über weltweit. Und da braucht man relativ gute Messungen. Wir haben Ähnliches gemacht am Bodensee zum Beispiel, Genfersee und so. Und da hat man mit dem Schiff, in dem Fall, hat man hier so eingekreist ist hier dieses Gerät hier, ist GPS-Empfänger, Ultraschall. Und wenn ich das so über das Wasser führe, kann ich die Wasseroberfläche bestimmen, die Höhe, also geometrisch. Wenn ich das jetzt mache, dann kommt da etwas ganz Komisches raus, und zwar so etwas ganz krumm, das ist der Bodensee. Und da sieht man, wenn ich von irgendwie da Romanshorn nach Friedrichshafen rübergehe, habe ich plötzlich eine Delle von gut 50 cm. Und das macht also so ein Loch. Ist nicht schlimm, oder? Das ist nicht ein Loch, sondern das ist einfach weniger rund dort. So ist die Abweichung zu einem Ellipsoid. Aber das ist extrem wichtig, das zu wissen, für die Schwerefelder und so weiter. Also die Form, die man da rausbekommt, ist in etwa das Geoid. Das kann man machen jetzt mit GPS. Dieses Beispiel hier braucht man, also die Methode hier braucht man, um die Antennen zu kalibrieren. Wenn man eine solche Antenne hat wie im Bild, ist etwa so groß, nicht? Und jetzt fragt man sich, wenn ich Millimeter messe, wo ist dann dieser Millimeter an dieser Antenne, oder? Wo ist dann dieser Millimeter? Und das kann man bestimmen und eigentlich Korrekturen rechnen, Distanzkorrekturen für jede Richtung zu dieser Antenne und kann dann die Messung korrigieren, und das macht extrem viel aus. Extrem. Ein paar Millimeter bis Zentimeter, so. Aber wenn man in dem Bereich etwas machen will, muss man das eben durchführen. Und jetzt noch die Atmosphäre, weil das schon erwähnt wurde, oder? Die Atmosphäre, was hat das mit GPS zu tun? Geht so, also die Atmosphäre hier angedeutet mit diesem kleinen blauen Strich, 12 Kilometer oder so, wenn das Signal gerade runterkommt, hat man dort einen Fehler von 2,5 Meter oder sowas. Oder Verzögerung wegen der Luft. Oder? Und das kann man aber ausnützen. Man rechnet für jeden Satelliten Korrekturwerte, und diese werden genommen und gesagt, aha, die Fehler kommen von der Atmosphäre. Oder? Das heißt, ich kann das zurückrechnen. Ich kann ausrechnen, wo habe ich dann diese Atmosphäre, im Speziellen eben Wasserdampf, der diese Störung macht. Oder? Ich kann jetzt also hier für jeden Satelliten, für jede Station am Boden, kann ich da sicher mal den Fehler so rechnen, senkrecht hoch, überall. Und wenn ich das da durchziehe, dann kann ich sowas machen. Und da sieht man jetzt Folgendes, das ist mit GPS bestimmt, über ein paar Tage, einfach diese integralen Wasserdampfwerte heißen die. Also überall, da in der Schweiz, jetzt überall Empfänger. Und von denen sieht man,
wo hat es viel Feuchtigkeit, wo wenig, und das ist hier dargestellt. Man sieht tatsächlich, in den Bergen ist es trockener, weiter oben, oder, natürlich, unten ist es blau, oder, feucht, und man sieht die Wetterlagen da über die Schweiz ziehen, im GPS. Man versucht das in die Wetterprognose einzubauen, das wird auch vielerorts gemacht. Und hier habe ich ein Beispiel, wo man jetzt auch noch auflöst, also man nimmt hier die einzelnen Fehler, die auftreten bei jeder Satellitenmessung, und verteilt dann die Fehler in drei Dimensionen und hat dann eigentlich so tomografisch die Information, wo hat es wie viel Wasserdampf. Oder das bekommt man raus aus GPS. Und hier ist ein Profil durch die Alpen, Nord-Süd, so grob quer durch die Schweiz. Und wenn ich das da anschaue, also da links ist Süden, rechts ist Norden, dann läuft das, wenn ich starte, dann sieht man das. Und das 4D, also 3D hat man die Verteilung, 4D bezieht sich darauf, dass man das wirklich über die Zeit machen kann. So. Also ich kann mit GPS diese Sache bestimmen, die Wasserdampfverteilung. Das ist eigentlich erstaunlich. Man sieht hier, wie der Föhn plötzlich kommt. Oder? Unten wird es feucht, da im Tessin. Also es ist nur GPS, also nur GPS-Messungen, nicht irgendwie anderes drin. Und gut. Ein anderes Thema, nur kurz wollte ich andeuten. Man kann GPS auch als Reflektor. Als Reflektometer brauchen. Ich schaue einfach, was da passiert, wenn die Signale reflektiert werden. Ab dem kann ich die Schneehöhe bestimmen. Das ist noch spannender. Wir haben da Tests gemacht. Also was man gemacht hat hier, ist für den Fall, den ich zeigen will, man hat einfach am Boden unten hat man eine Antenne platziert, hier, die ist da unten, und das Signal geht durch den Schnee durch, oder? Das läuft fast beliebig weit, wenn der Schnee trocken ist, stört das überhaupt nicht. Und das war dann im Testfeld, Vergleichsmessungen mit so Wagen, Schneewagen und Schneekissen und so weiter, und da hat man das dann vergleichen können, und was man jetzt da sieht, ist auch Schnee, da hat es ziemlich Schnee, also da wie rechts, oder? Und wenn ich das auswerte, sieht das folgendermaßen aus. Die obere Kurve zeigt den Schneewassergehalt quasi, der steigt an und steigt an, im Vergleich mit den Referenzmessungen vom SLF, und unten hat man die Schneehöhe. Sieht man, die Schneehöhe geht hoch und dann sinkt das, oder Kompaktion und so weiter. Also das sieht man hier, und das ist nur aus GPS. Also nur, man kann die da verteilen, kann man, dann misst das eigentlich diese, also es misst einfach beim Auswerten, bestimmt man die Fehler, die auftreten, und die sind das Signal, das man brauchen möchte. Das nächste hier, ui. Was sagt er da? Programm neu starten. Ui, 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 ui.
Nein, ist gegangen. Gut. Es gibt so Zufälle, oder? Also jetzt noch zum Abschluss tektonische... Oh, jetzt geht er automatisch weiter. Gut, jawohl. Was man hier sieht, ist ein Seismogramm. Es sieht wie ein Seismogramm aus von dem großen Erdbeben in Japan. Und was man da sieht, ist, dass... Genau, der rote Strich, ich glaube, ich versuche das nochmals zu starten, oder? Wenn das geht. Ja, genau, also der hier, ich starte den mal. So. Das ist Japan, wie man sieht, die weißen Punkte sind GPS-Stationen und das ist dieses große Tohoku, Erdbeben, Fukushima und so weiter. Und da sieht man, wie eine Welle über das Land läuft. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja. Der Endstatus sind diese farbigen Pfeile. Also die weißen Punkte, die sind alle wieder nur geschüttelt. Und die gelben, das ist wirklich der Versatz des Gebietes. Also ein großes Gebiet, was dort versetzt wurde um bis zu 3 Meter, also wirklich verschoben. Und abgesunken dort, die rechte Seite ist die Höhenlage, ist wirklich runtergegangen. Wenn ich da jetzt das noch anders anschaue, dann kommt das Erdbeben, sehen Sie dort, das startet und läuft so über das Land. Und gleichzeitig im rechten Bild sieht man den roten Strich, das ist die Zeitachse, die läuft so rüber. Und diese kleinen Wellen, die dort im rechten Bild gezeichnet sind, oder, sieht aus wie ein Seismogramm, das sind GPS-Geschwindigkeiten. Also mit GPS kann man dann die Geschwindigkeit bestimmen, wie das wackelt, oder? Und man bekommt ein Seismogramm nur aus GPS. Das ist eigentlich, das ist das hier. Ja, das ist wirklich, ist doch erstaunlich. Also ich kann ein Seismogramm, Erdbeben bestimmen mit GPS. Gut. Jetzt zurück in die Schweiz noch, GPS ist der Versatz hier. Also die Höhe, wie ändert sich die Höhe in der Schweiz? Das ist so ein Bild, das ist so 1 Millimeter pro Jahr, 1,5 Millimeter gehen die Alpen hoch noch. Und seitlich eben auch. Dieses Bild zeigt aber fast keine Struktur. Oder das sind Punkte der Landestopographie, die rechnen das immer sehr, sehr genau. Eben, das wird genau aus den Messungen, genau aus der Auswertung. Und aus diesen Daten kann ich jetzt eigentlich, aus rein GPS, kann ich rechnen, wo gibt es was für Spannungen. Oder also wenn ich die Deformation der Schweiz da messen kann, kann ich praktisch messen kann ich, da darf ich ja nicht sagen. Also man misst da die von GPS-Signalen, berechnet, wie sich das verändert und kann bestimmen, wo bauen sich Krustenspannungen auf. Oder? Und das ist hier gemacht, das sind dann diese Fußbälle, also in der Mitte da, das sind die, ich weiß, wer Seismiker ist oder so, der kennt das natürlich, oder Seismologe. Das zeigt mir einfach an, wie die Tendenz da der Bewegung ist, wenn da was ist, wenn sich etwas löst in der Kruste. Und links ist ein solcher Fußball. Das ist genau, wie es da in St. Gallen ich habe noch 2 Minuten, glaube ich. Das Geothermie-Versuchsfeld hat
dort ein Erdbeben losgetreten, nicht riesig, aber die Seismologen konnten einen solchen Fußball bestimmen. Jetzt habe ich also links diesen Fußball seismologisch bestimmt, in dem, also rechts da, mit GPS bestimmt. Und die stimmen extrem gut zusammen. Also irgendwo passt das zusammen. Also eines seismologisch, eines rein geodätisch. Jetzt ich tönte die Energie an. Wenn ich jetzt die Energie rechne aus diesen GPS-Daten, GPS-Deformationen sozusagen, dann bekomme ich links das Bild. Das Bild links sagt mir, Wallis, Graubünden hat erhöhte Spannungsenergie. So, das ist die Idee irgendwie. Und wenn ich die seismische Gefahrenkarte anschaue, das, was die Seismologen generieren, dann stimmt das irgendwie tendenziell, auf jeden Fall tendenziell passt das zusammen, oder? Extrem, also links rein, ich sag mal geometrisch bestimmt, rechts seismologisch, geophysikalisch bestimmt. Gut. Also man kann das zusammenfassen, wenn ich jetzt diese Bewegung, die man da so misst, einfach mal laufen lasse, ein paar Millionen Jahre, dann sieht das etwa so aus. Also die Deformation hier ist jetzt übertrieben, oder sieht man wie da zum Beispiel Zentralalpen zusammengequetscht werden und so weiter. Also da Verzerrungen in Zürich, Jura wird verzerrt nach links oben. Also da sieht man so, wer sich wohin bewegt. Und 50 Millionen Jahre ist das jetzt. Aber das ist die heutige ist ja sehr kurze Zeit, einfach linear fortgerechnet. Also, ist, gut, ich komme zum letzten Bild noch, was das Gleiche ist. Es ist einfach eine Schrägansicht. Da sieht man die Höhe etwas besser, auch 50 Millionen Jahre. Es ist genau die gleichen Daten, aber es sind geometrische, geodätische Daten, viele aus GPS gerechnet. Also hier stellt sich dann einfach die Frage, steigt das Gebirge schneller, als es aufwärmt oder irgendwie? Was hält sich die Waage in Bezug auf Skifahren und so weiter? Nicht? Also das ist ein hypothetisches Modell, aber trotzdem recht schön. Also damit würde ich schließen und ich danke vielmals für die Aufmerksamkeit und den Besuch da auf der Page. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Geiger, für diesen spannenden Vortrag. Es war anspruchsvoll und Sie haben uns in eine faszinierende Welt entführt. Jetzt gibt es sicher viele Fragen. Vielleicht stelle ich die erste Frage. Bei den Chips, die werden immer kleiner. Die Geschwindigkeit wird immer höher und hier wird es immer genauer. Jetzt ist meine Frage, geht es noch genauer und was wäre der Sinn, wenn es noch genauer ginge und was hätte man damit dann noch für Möglichkeiten? Ja, genau, also es wird ja schon ein bisschen dann gedacht an Laser, oder? Der wäre ja noch, also Licht wäre ja noch viel hochauflösender, also in dem Sinn, oder? Also es gibt solche Systeme, aber sind etwas schwierig da zu handeln. Aber im L-Band-Bereich ja, kann man noch runtergehen. Man holt noch was raus, wenn die Signale stärker sind. Die sind jetzt absichtlich ganz knapp gehalten, dass man muss das wirklich aus den Daten raus. Also wenn ich einfach ein K.O. da anhänge am Signal, sieht man da nicht viel. Oder man muss das wirklich rausziehen. Und
Was auch was bringt, ist, wenn natürlich auf der Auswerteseite und die Anzahl Satelliten bringt, dann bringt etwas, Geometrie, bessere Geometrie. Und die Empfängertechnologie kann auch eben dieses Prozent, was mal war, oder Prozentauflösung, das ist jetzt immer runtergegangen und runtergegangen. Es gibt irgendwo, der Anschlag ist beim thermischen Noise praktisch. Also geht das elektronisch einfach nicht mehr, oder? Also so gesehen gibt es schon Entwicklungspotenzial und die Anwendungen kommen dann ziemlich sicher schon. Also man kann das, die ergeben sich daraus, ja dann. Die ergeben sich eben. Also es gibt viele, die darauf warten natürlich, auf irgendwelche andere Anwendungen. Haben wir schon Fragen? Ja, eine Frage zur Polabdeckung. Sie haben gesagt, Satelliten kreisen nicht über den Polen. Warum kreisen sie nicht über den Polen und kann ich am Nordpol ein GPS benutzen? Ja, genau. Also gehen nicht über den Pol. Das sind die Satelliten, die ich jetzt gezeigt habe. Oder? Das bezieht sich auf die. Es gibt sehr viele Meteosatelliten, Remote Sensing Satelliten, die sind sehr polnahe dann, oder? Die gehen da drüber. Aber hier hat man eigentlich sparen wollen. Die Konstellationen sind so gewählt, dass man überall mindestens 4 Satelliten sieht. Oder? Und da hat man gesehen, dass es günstiger ist, da nicht über den Pol zu fliegen. Auch die Bahnen sind nicht so stabil, wenn die in Polnähe sind, beginnen die da sich zu bewegen. Und da hat man darauf verzichtet eigentlich. Und die gehen so hoch, dass sie genügend Satelliten bringen, um am Pol zu navigieren. Also Nordpol, Südpol ist äquivalent, ist genau symmetrisch. Und GLONASS, wie gesagt, die haben vieles im Norden, also die Russen haben ihre Satelliten etwas höher gemacht. Also nicht in Distanz, sondern im Breitengrad. Das heißt, sie haben die Bahn etwas mehr inkliniert. Die sind 63 Grad inkliniert, GPS 55. Das ist der Grund. Also, und man kann also am Pol gut navigieren. Man sieht da sehr schön Satelliten rundherum, oder? Die kommen dann so über den Horizont, wie die Sonne, der Sonne kommt so über den Horizont und dann hat man eigentlich sehr gute laterale Position. Eine Frage zur Sicherheit. Sie haben gezeigt, wie wir in verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft von der Satellitennavigation abhängig geworden sind. Jemand, der uns böse will, kann uns mittels Störungen also ziemlich durcheinander bringen. Welche Gegenmaßnahmen hat man gegen solche Störversuche? Ja, das ist die große Diskussion. Kann man was machen überhaupt und wie? Mit welchem Aufwand? Oder? Wenn man schaut, wie man jetzt GPS braucht, kann sich jeder quasi einloggen, kauft ein Gerät, jedes Handy läuft einfach. Die Applikationen werden sehr schwierig sein zu schützen. Oder es braucht Zusatzaufwand. Also das ist wie Internet, dann brauchen Sie irgendwo ein Passwort und all diese Dinge. Und bei Galileo ist das ein Riesenthema. Da wird es einen Service geben, der ist nur, sagen wir mal, für zertifizierte Nutzer, also so Polizei und diese Blaulichtorganisationen oder Staatsorganisationen. Und da die Authentifikation ist das große Stichwort da. Und da wartet man auch ein bisschen auf die Kryptologen, nicht? Dass man etwas Hackerresistentes generieren kann. Oder? Das heißt, der Normalgebrauch wird sehr schwierig zu schützen sein, würde ich jetzt mal sagen. Man kann ein bisschen die Signalstärke hochtreiben, aber wenn man das schaut, wenn man das stören will, dann geht das. Mit
gegen das andere, also wenn das wirklich kommt bei Galileo und gut läuft, wird es sehr schwierig dann. Ja, beantwortet das die Frage? Ja. Ich glaube schon, ja. Sie haben jetzt von kryptologischen Maßnahmen gesprochen, also man verschlüsselt das Signal. Kann man sich auch vorstellen, dass es terrestrische Referenzinstallationen gibt, wo ich die Koordinaten genau kenne, die dann nicht so leicht störbar sind, weil sie viel eine größere Signalstärke haben? Ja, es gibt so... Es gibt auch jetzt schon, habe ich jetzt da nicht erwähnt, also zum Beispiel die Landestop hat 30, 40 permanente Stationen, die laufen permanent. Also die sehen eigentlich die Qualität im ganzen schweizerischen Raum des GPS oder auch Galileo-Signals, alles, sehen die permanent. Also die könnten da so ein, für sich selber machen sie ein Monitoring, sie könnten das auch noch weiter ausbauen, das geht, ja. Und was man für die Geodäsie macht, man stellt sich vielfach Referenzstationen auf, einen zweiten Empfänger, oder der Geometer macht das auch sehr viel, und man positioniert sich gegenüber dem mit einer festen Referenz, also was sie da vorschlagen. Und da sieht man das vielleicht dann auch ein bisschen besser, oder? Ja. Eine Frage noch, die nur am Rand mit GPS zu tun hat. Über Spionagesatelliten, wie groß ist die Auflösung bei Spionagesatelliten? Kann man vom Weltraum aus eine Zeitung auf der Erdoberfläche lesen? Ja, glaube, wenn sie genügend groß geschrieben ist, nicht? Aber ich glaube, die Normalzeitung, soviel ich weiß, kann man nicht lesen. Ist schon sehr knapp, also Autonummern sind nicht wirklich lesbar. Es gibt aber... Es gibt natürlich Verbesserungen, muss man sagen, also wenn man so will, oder? Technologischer Art und dann aber eben vor allem auch auswertetechnischer Art. Und da sind diese KI-Ansätze und all das ist hier ziemlich, ziemlich gefragt eigentlich. Also ich bin nicht Spezialist dafür, für diese Remote-Sensing-Angelegenheiten, aber ungefähr ist es der Stand. Ja. Was für Navigationssysteme werden auf aktuellen Smartphones verwendet? Kann man GPS vermeiden und vielleicht nur Galileo brauchen? Ja, ich bin nicht sicher. Oder man geht nach China, oder kann man Beidou brauchen. Ich glaube, also es gibt viele Handys, die haben Multiple Systems. Einfach der Chip, der kann das einfach, oder? Und dann hat man GPS primär, sagen wir mal, Galileo. Die Chips können auch GLONASS und Beidou wird auch kommen. Also, und ob man jetzt die eine ausschalten kann. Ich glaube, es gibt solche Handys, wo man das machen kann, aber ich meine, als Nutzer, warum auch? Darf ich eine Frage stellen, Horst Carlsen in Solzach? Hört man mich? Sie haben jetzt gerade eben gesagt, ja, der Chip kann es irgendwie mit dem Handy. Zum Beispiel hier auf meinem Handy lese ich jetzt zurzeit gerade ab, ich bin auf 47,5 Grad nördlicher Breite, 8,7 Grad östlicher Länge und 445 Meter in der Höhe. Ungefähr, das ist Solzach, Sie kennen das. Du, oder? So. Ja, ist bei Winterthur. So. Was ich eigentlich vermisse, Sie haben jetzt gesagt, der Chip kann es. Und das ist mir genau, Entschuldigung bitte, zu wenig. Was machen denn diese, was wird wirklich an Rechnung gemacht?
Ich habe etwa 12, 15 Satelliten jetzt im Moment, die mir jetzt als verfügbar angezeigt werden. Und jede schickt mir ein Zeitsignal. Und 4 Zeitsignale müssen sie haben, damit meine Daten oder meine Lokation festgestellt werden kann. Bitte, was passiert jetzt eigentlich im Prinzip? Was für Rechnungen laufen denn im Prinzip ab? Das hätte ich gern mal gewusst. Das habe ich am Anfang leider nicht verstanden. Okay. Die haben immer von den Wegen, da 5 Kilometer in eine Richtung, 7 Kilometer in eine andere Richtung und so weiter geredet. Aber ich habe es nicht begriffen. Ja, was man macht mit GPS ist eine Laufzeitmessung. Also der Empfänger, also wenn dort steht, jetzt werden 10 Satelliten empfangen, dann versucht er festzustellen, wie lang hat jedes einzelne dieser 10 Signale gehabt, bis es vom Satelliten beim Empfänger war. Und zwar kennt er die Position des Satelliten, das wird auch mitgeteilt. Ja. Und anhand von dem macht er so einen Schnitt, oder? Verschneidet das so quasi geometrisch, wenn man will, aber er muss, weil die Distanz, die er misst sozusagen, mit der eigenen Uhr gemessen wird, muss er noch korrigieren und seine Uhr praktisch synchronisieren mit der vom Satelliten. Und das muss er machen. Also dann hat er aber erst, sagen wir, hat er die Synchronisation, er hat die richtigen Distanzen. Also wenn er das hat, macht er einen geometrischen Schnitt all dieser Distanzen. Aha. In Kenntnis der Satellitenorte. Er weiß, wo die sind, oder? Ja, so ein bisschen komme ich jetzt dahinter. Es war nämlich interessant zu sehen, ich bin mal zufällig, aber viele Leute waren wir schon in Greenwich irgendwie auf dieser berühmten Sternwarte. Und da ist ja auch der Längengrad 0 eingezeichnet. Irgendwie so, der ist markiert im Pflaster dort und so weiter. Und habe ich mich da draufgestellt und habe dann natürlich mit meinem Handy dort meine Zeit, meinen Ort bestimmen wollen. Aber der Längengrad 0 kam nicht vor, sondern ich war sicherlich, ich weiß nicht wie viele Meter, daneben offenbar. 100 Meter, ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist zu sein. Ist zu lange her. Ja, das sind verschiedene Referenzsysteme. Dieses 0 Grad, was man auch in Greenwich hat, oder? Da gibt es auch 3, 4 0 Grade. Oder? Jeder Astronom dort hat seinen 0 Grad Meridian gemacht. Also das Gradsystem ist nicht zwingend so, wie es jetzt ist. Also, und GPS hat ein eigenes Referenzsystem, das ziemlich genau stimmt mit dem klassischen, wenn man so will. Aber die Abweichungen, die sind natürlich alle bekannt. Das weiß man, wie man das umrechnet. Ja, genau. Das ist ja nicht das Problem. Selbst wenn die ein eigenes haben, natürlich das auf das erdgebundene System umzurechnen. Das ist natürlich keine Sache. Ganz am Anfang noch, vielleicht die Hörer dann bald auf, ganz am Anfang, Sie haben etwa davon erzählt, von Herunterziehen der UCS-Signale, glaube ich, auf Excel-Tabellen irgendwie. Das könne man selber machen. Irgendwie habe ich... von UCS-Signalen. Am Anfang von UCS-Signalen geredet. Und ich habe das natürlich auch nicht so richtig verstanden. Aber irgendwie dann auf Excel-Tabellen. Und wie komme ich daran überhaupt an das ganze Zeug? Ja, das ist ja die Frage. Das sind nicht Signale oder so, sondern die Daten
Die beinhalten Satellitennamen, Inklination und so weiter, Halbachse, all das werde betreibt und so weiter. Also die Daten, ziemlich lange Liste mit vielen administrativen Angaben auch. Ja. Und die, es gibt so Concerned Scientists heißt das. Die stellen das immer zusammen, was da jetzt da rumfliegt und schreiben das sehr, sehr akribisch auf und stellen das zur Verfügung. Und dann sieht man, da habe ich rausgenommen, dass eben 3000 Satelliten am Laufen sind. So. Ja, das ist für das, also das hat mit in dem Sinn speziell mit GPS nichts zu tun. Aha. Okay. Satelliten, ja. Ja. Okay. Danke. Eine letzte Frage noch, wie geht es mit GPS weiter? Wir haben eine unglaubliche Entwicklung erlebt in den letzten 20, 30 Jahren. Was wird in 10, 20 Jahren sein? Ach du meine Güte. Ja, GPS, GPS wird nicht wahnsinnig viel mehr Satelliten machen, als auch die anderen nicht. Es ist schon quasi mehr als geplant war. Aber sie werden die erneuern natürlich. Die behalten die und erneuern auch, das heißt schicken neue hoch, was alle anderen auch machen. Was sie eben immer wieder verbessern, jetzt hat es zum Beispiel eine dritte Frequenz drin, die man auch messen kann und so weiter. Also die Sicherheit ist erhöht und so weiter. Also mit jedem neuen Satelliten wird wieder etwas dazu gemacht, oder? Was sie hinter verschlossenen Türen machen wollen, weiß ich nicht, muss ich sagen. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt planen, Hunderte von GPS-Satelliten hochzuschicken oder sowas. Die anderen auch nicht. Die bauen eher auf eine Verbesserung des Systems, so wie es ist. Ja. So, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann kommen wir langsam zum Schluss. Ich möchte mich nochmal im Namen aller, die dabei waren, herzlich bei Ihnen bedanken für diesen spannenden, faszinierenden Blick hinter diese Technik, die uns im täglichen Leben davon profitieren lässt, zum Teil in gedankenloser Anwendung, täglicher Anwendung. Aber es war jetzt spannend, mal dahinter zu sehen und zu hören. Nochmal vielen Dank. Ja, danke. Der heutige Abend war der letzte in unserer Reihe von Vorträgen im Winter. Wir haben noch eine Veranstaltung offen, die findet am nächsten Sonntag statt. Frau Professor Daniela Domeisen gibt einen Einblick in die langfristige Wettervorhersage unter dem Titel Arktische Winterkälte oder Hitzesommer. Wird sehr spannend sein zu erfahren, was da sich zeigt für die Zukunft. Hiermit möchte ich mich bei Ihnen bedanken, im Rahmen des Präsidenten, des Referenten und auch unseres Technikers, der treu wie jedes Mal dafür gesorgt hat, dass alles einwandfrei klappt. Cyril Nacht, auch dir herzlichen Dank. Und dann würden wir abschließen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.